Beste Unterhaltung so einfach wie noch nie. Mit dem kinderleichten Swisscom TV 2.0. Jetzt abschließen und bis zu 200 Franken Winterbatzen sichern. Sepp Brunner, heute das Training ausgefallen am Mittwoch. Wir haben einen Patienten im Team mit dem Beat Feutz. Ist das für ihn jetzt ein grosses Problem, dass das Training nicht stattfinden konnte? Ich glaube schon, weil Gott bei ihm, er ist heuer noch nie auf die Abfahrtski gestanden. Er hat zwar viel Super-Ski trainiert in letzter Zeit, wo es möglich war. Und allein schon ein richtiges Abfahrtstraining zu fahren und da vielleicht zwei Trainings zu haben, wäre gerade für ihn sehr wichtig gewesen, dass er sich auch dann wahrscheinlich richtig einschätzen kann, was dann auch im Rennen möglich ist. Ich glaube, das ist sicher matchentscheidend. Es ist jetzt morgen wahrscheinlich sicher ein Training. Wir sehen einmal, wie es ihm geht. Aber es wäre sicher für ihn sehr von Vorteil gewesen, wenn heute irgendetwas gegangen wäre, wenn es nur vom Hundschopf weg gewesen wäre. Was wird jetzt morgen, wenn man trainiert werden am Donnerstag, was wird am morgen der Knackpunkt sein? Ist das die Schmerzen, die ausschlaggebend werden sein? Oder ist das, wie fühlt er sich auf dem Ski? Wie ist die Position auf dem Ski? Was ist da der Knackpunkt, ob er fahren kann oder nicht? Es wird sicher sein, die unruhige Piste, was teilweise sicher sein wird durch die Präparation, was man heute schon gesehen hat. Wie sind die Schmerzen da? Sonst glaube ich, geht es mit den Schmerzen relativ gut. Auf Piste und dann die Sprünge. Die Sprünge, was er natürlich jetzt in letzter Zeit nie machen hat können. Wie vertragt er das? Wie kann sie auch eher überwinden? Oder? Das ist auch wichtig, wenn du das den ganzen Sommer nicht trainiert hast. Wie kann er sich hintasten zu den Grenzen und mit einem Training? Ich meine, er ist zwar ein Phänomen für mich, also das wissen wir alle. Auch, dass er jetzt schon da ist, ins Auge fasst, muss man auch sagen, ist erfreulich, dass er das Training da fährt. Ich hätte es nie geglaubt, muss ich sagen. Dass das bei ihm, das ist irrsinnig schnell gegangen in letzter Zeit. Also rein, was ich gesehen habe vom Skifahren her, ist er berechtigt, dass er da ist, dass er das probiert. Was jetzt da rauskommt morgen mit einem Training, traue ich mich echt nichts zu sagen. Also das ist, Feutz ist irgendwo ein Phänomen. Aber ich glaube, es kommt dadurch, dass ein Training war, wird es für ihn wahrscheinlich um einiges schwieriger, dass er da am Rennen am Start ist. Und wie steckt das Phänomen Feutz weg, dass er jetzt halt noch viel mehr im Fokus steht, weil eben ein König nicht da ist, ein Villetta ist nicht da, das Team wird gern kleiner. Alle hoffen darauf, dass der Beat fährt. Wie kann er das wegstecken? Lässt er sich da unter Druck setzen oder prallt das bei ihm völlig ab? Ich glaube, das ist für ihn, bei ihm habe ich da am wenigsten Angst. Er kann sich irrsinnig selber gut einschätzen. Also das hat er ja immer schon gezeigt. Mit 2 Sekunden hinten nachfahren und dann Rennen gewinnen, das können nicht viele. Und ich glaube, wenn er das Gespür hat, dass er irgendwie eine Chance hat, da, dann fährt er das Rennen, das bin ich überzeugt. Wenn das morgen jetzt für ihn nicht so rauskommt, dann hat er auch kein Problem damit, dass er sagt, nein, das geht noch nicht. Also ich glaube, er verliert auch nichts dabei. Es muss ihm bewusst sein, es geht um seine Zukunft dann. Und was kann er sich verbauen? Es gibt immerhin noch einen Verletztenstatus, der, wenn es da nicht gut geht, gegen ihn spricht, oder? Das weiß er ja. Prima, dann hoffen wir alle natürlich, dass er fahren kann und der Trainer, denke ich, der hofft auch, dass er starten kann. Ja, wir wären sehr froh, wenn das jetzt so rauskommt, wie wir es uns alle hoffen, oder? Dass er morgen nach der Trainingsfahrt sagt, jawohl, ich bin parat, das hoffen wir, aber wir müssen es auch akzeptieren, dass es vielleicht nicht geht. Also das muss man ganz offen sagen, ist eine irrsinnige kurze Zeit nach dieser Verletzung und wir sind alle froh, dass er jetzt schon da ist. Prima, merci vielmals, Herr Brunner. Bitte.